Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Aini. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Wenn Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Was habe ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Verdammt, halt! Doc, was zum Teufel war das? Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment. Sie haben Ihren Hund in eine Zeitmaschine gesteckt, die Sie aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung.
damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im 9 im... Mal sehen. Masse wären die Konsequenzen katastrophal. Wow, Déjà-vu. Doc? Großer Gott! Doc, was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Doc! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich... schwelge nur in Erinnerung.
Hoffentlich war das kein Giftgas oder so. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Kann ich das Modell mal einen Moment sehen? Ich muss da was rausholen. Was denn? Ein Freispruch vielleicht? Nur ein Scherz. Oh, ha. Im Ernst. Kann ich? Nein, ich glaube, ich behalte es. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Hey, Biff. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Das Notizbuch wäre für dich bedeutungslos. Du würdest nicht verstehen, worum es geht. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Du kannst das Notizbuch nicht behalten. Es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren, oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Du kannst das Notizbuch nicht behalten, es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren, oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Ach, vergiss es. Lass mich probieren, Marty. Biff, gib Marty auch mal die Gitarre. Sie haben recht, Mr. McFly. Lasst uns mal richtig aufdrehen.